Hallo, dies ist wieder XD und es geht weiter mit Mega Maker. Es geht wieder weiter mit unbekannten Leveln. Eieiei, wir haben gleich wieder so jemanden, der ein Level nach dem anderen raushaut und der erstmal Level 1 nach Level 2 und Level 4. Okay. Ich hab's in einer der letzten Folgen gesagt, es ist normalerweise nicht meine Art in diesem Projekt. Mehrere Level von einer Person so zu spielen. Ja. Okay. Ja. Na, ich glaube, da wäre man normal drüber gekommen. Ja. Jede Menge Gegner. Mhm. Ah, ja. Mensch, rückwärts fallen. Werter Hersteller. Rückwärts fallen. Das macht ja fast schon Spaß. Kleinen Moment. Nur mal kurz zu überprüfen. Nicht, dass der Werteherr oder die Wertedame mir hier irgendwas gebaut hat, wo ich nicht wahrscheinlich durchkomme. Ne? Knapp. Ja, so ein Shield Attacker direkt drunter, ganz ehrlich, nee. Solche Shield Attacker, die einen so leicht erwischen können, sollte man nicht einbauen. Was da jetzt passiert ist, keine Ahnung. Da hat anscheinend jemand den Bildschirmwechsel schlecht platziert. Wie gesagt, das mit den Shield-Attackern, die sollte man nicht so platzieren. Die sollte man auf keinen Fall so platzieren. Ich verstehe nicht, was da passiert. Wieso drückt es mich da dann plötzlich in die Plattform ran? Yay. Der Schaden lässt sich fast nicht vermeiden. Vielleicht, wenn man da ganz auf die Seite rüber geht. Also da muss ich dann auf der Plattform landen und springen, damit ich ganz rechts bin, wenn der Bildschirmwechsel kommt. Ja, ich beginne zu verstehen, warum da eine negative Wertung vergeben wurde. Das hier ist konzeptionell nicht gut, wäre noch freundlich gesagt. So. Oh, wow. Ist nicht der Ersteller des Levels da nicht irgendwie blöd dabei vorgekommen, sowas hier zu bauen? Beziehungsweise nicht zu bauen, sondern zu spielen. Ja, ganz ehrlich, an der Stelle, das... Das ist doch Käse, sowas. Jupp, wieder zurücksetzen. Ihr kennt... Ich spiele auch solchen Rotz durch. Ich hol mir diese Sterne. Ich hol die mir. Gerade die Sterne von Rotzleveln sind so gesehen besonders wertvoll, weil die holt sich aus verständlichen Gründen nicht jeder. Die holt sich aus verständlichen Gründen nicht jeder.
So. Jetzt haben wir schon mal so weit geschafft. Äußerst kreativer Gegneransatz. Wenigstens haben wir einen Zwischenpunkt erreicht. Ah ja, hallo Bombman. Bombman, den der Steller höchstwahrscheinlich selbst nicht besiegt hat. Das war jetzt gerade ein Versehen. Die Lebenspunkte wollte ich eigentlich nicht haben. Na, Bombman, was ist denn los? Mint, warum hüpfst du denn immer weg von mir? Was soll denn das, hm? Was machst du denn da? Ach, Bombman. Der hat ganz offensichtlich keinen Bock auf eine direkte Konfrontation. Das ist aber schade. Ja, Bombman, so normal mit dem Buster zu besiegen, kein Problem. Einfach nur die ganze Zeit wieder auf ihn zurennen und der Wärterherr flüchtet ganz von alleine. Dann kommt auch zu nichts mehr. Ne, wie gesagt, die negative Wertung kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn der meint, seine Level so schnell hochladen zu müssen, dann schauen wir uns das halt an. Und schauen wir uns das halt an, weil was anderes will der wahrscheinlich nicht, wenn er seine Level in so einer Geschwindigkeit hochlädt. Was heißt hochlädt? Veröffentlicht. Tja, die Sache mit diesen Plattformen ist... Oh, Mensch, wir sind mal wieder... Nur mal kurz überprüfen. Aha. Damit erwischte mich aber auch immer wieder, ne? Ja. Ah. Und weg mit dir. So, und hiervon ausgehend... Ich wittere eine Todesfalle in der anderen Richtung. Es wirkt wieder wie so ein Level von wegen, ja, mach mal bitte meine Passage und ich lasse dich dafür dann am Ende krepieren. Es riecht sehr danach. Entschuldigung, riechen ist der falsche Begriff, es stinkt. Sowas riecht nicht, sowas duftet nicht. Es stinkt. Es stinkt zum Himmel. Jupp, der Wette hat einen ganz furchtbaren Humor. Ist wieder einer von den Leuten. Ist aber nicht derjenige, der Physical gebaut hat, oder? Ja, ich erinnere mich an dieses Level noch. Ich erinnere mich auch noch an den Namen. Ja, das war mein Fehler. Ja, im normalen Mega Man geht's halt, dass man bei solchen Bildschirmübergängen rüberrutscht. Entschuldigung. Dass manche Leute beim Mega Maker einfach keine Level bauen können, dafür kann ich nichts. Ja, ich hätte mir einfach gleich bei der Plattform unten denken sollen. Nein? Ja, Mensch. Wieder eine Falle. Meine Güte, nochmal so eine Falle. Hey. Oh mein Gott, ich habe keine Gegenstände mehr. Ah, was muss ich denn jetzt machen? Oh nein, ich kann hier nur sterben. Oh, das ist eine Sackgasse. Oh mein Gott, wo muss ich denn hin? Ah. Na mal schauen, wie hat denn sein erstes Level ausgesehen? Hm? Was war denn sein erstes Level, wenn Level 2 und 4 überall Rücksitz und Todesfallen hatten? Das heißt, nee, es waren Rücksitzfallen. Eine Todesfalle ist wieder was anderes.
Ja. Sein erstes Level strotzt jetzt auch nicht unbedingt gerade vor Kreativität. Ich habe schon mal gesagt, diese Röhren, ich würde sie, wenn überhaupt, als einzelne Röhren tatsächlich irgendwo verbauen, aber keinesfalls als Plattformen wirklich nutzen. Weil die als Plattformen einfach hässlich aussehen. Yay, Mittelpunkt. Gegner, die ich nicht besiegen muss. Yay, Gegner, deren Angriff ich nicht anständig ausweichen kann, weil ich an der Leiter bin. Uhu. So. Kleinen Moment. Ich muss hier mal kurz das austesten. So wie der seine Level bisher gebaut hat, muss ich fast davon ausgehen, dass hier irgendwas anderes auf mich warten könnte als Abgrund. Moment. Ich habe nicht die ganze Zeit nach rechts gedrückt. Augenblick. Wie gesagt, ich traue dem Level-Ersteller da einfach nicht. Nach den anderen beiden Leveln, die ich von ihm gesehen habe, und man muss halt dazu sagen, die anderen sind die späteren Level. Ja, erzwungener Schaden am Level am Kampfanfang ist schon was Tolles. Und ich verliere gerade schon wieder gegen Plantman. Kommst du hier runter? Was ein Murks. Ja gut, wir haben immerhin keine Todesfallen in dem Level gehabt. Das war halt nicht sonderlich hübsch und auch nicht sonderlich kreativ. Okay. Ich verstehe, warum es keine Wertung bekommen hat. Und gut, ich schätze mal, die Leute, die hier gespielt haben, die haben sich dann auch gedacht, nee, dann brauchen wir das erste auch nicht mehr spielen. Free Level. Ach, das ist kostenlos. Moment, ja, wenn das ein kostenloses Level ist, dann müssen wir das doch spielen, weil ich meine, hey, nachdem wir diese ganzen 150 Euro Level gespielt haben, der Wärter hätte sein Level mal besser Free Star genannt. Er fast dazu verleitet, nachzuschauen, ob hier in dem Level noch irgendwo anders was ist. Free Level, ja. Ja, und das dagegen sind halt wieder so Sterne, die halt einfach gar nichts wert sind. Es bräuchte so langsam mal eine Anzeige bei Mega Maker, wie viele Sterne man hat. Da wäre ich stark dafür, dass man irgendwo einsehen kann, wie viele Sterne man sich mittlerweile verdient hat. Es muss nicht unbedingt gleich eine Rangliste geben, aber einfach generell so eine Sternenanzahl wäre schon schön. Ist natürlich fraglich, wie man die dann einbauen soll, weil ja auch immer wieder Level gelöscht werden. Okay, und hier ist sonst nichts weiter. Gut. Wollt nur noch schauen. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendein Ausgang ist. Ich wollte gerade sagen, wer hat hier eine positive Wertung vergeben? Die Crash Challenge. Die Crash? Ne, Trash Challenge. Alles klar.
Schrächelig. Leute. Einmal Google anschmeißen. Einmal. Google oder irgendeine andere Suchmaschine. Dann kann man eure Levelnamen auch lesen. Oh. Ja, das strotzt ja schon wieder vor Kreativität. Eieiei. Vor allem, weil hier mal wieder nicht auf die Levelgrenzen geachtet wurde. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich hier irgendwas nutzen muss. Was ist hier eigentlich? Abgrund? Nee. Ah. Wieder so ein Level. Hm? Andererseits, nee, das Level hat einen Boss. Das Level hat einen Boss. Na, die Frage, ob man den dann überhaupt erledigen kann oder nicht. So, der Block hier hat auch definitiv seine Daseinsberechtigung. Schade. Hätte nachschauen wollen, ob ich irgendwie... ja. Charge Kick habe ich. Bossraum? Nee, einfach nur... Oh, Leute, ich müsste doch eigentlich selber auffallen, dass das unfassbar hässlich ist, wenn so ein Wald auf einem Wall steht. Eieiei. Verstehe jetzt nicht, wie manche Leute an sich selber so überhaupt keine Ansprüche haben können. Es tut halt weh. Tut mir leid, aber das tut einfach weh. Wenn man sowas sieht und sich dann einfach nur denkt, was ist in dem Kopf des Erstellers vorgegangen, als er das hier gebaut und vor allem halt auch noch dann hochgeladen hat, veröffentlicht hat. Sonderlich viel kann es ja eigentlich so gesehen nicht gewesen sein. Gut. Ist ja falsch zu sagen, er hätte sich überhaupt nichts gedacht, weil es ist immerhin sowas wie eine Levelstruktur da. Das muss ich dann schon anerkennen. Es ist eine Levelstruktur da. Es ist aber halt einfach viel zu chaotisch. Weil einfach irgendwelche... Irgendwas aus diesen Teilen bauen, irgendwelche Wege, das kriegt halt so ziemlich jeder hin. So, und das machen wir jetzt am besten anders. So. Ich glaube nämlich, da tun wir uns eh einen Gefallen. So. Bosszeit. Sag mal, kommst du hier überhaupt rüber? Nein, tust du nicht. Okay, also er hat mich nicht in die Todesfalle gelotst. Aber das, was er gemacht hat, es hat mit Crash oder Trash hat nichts zu tun. Vielleicht hat er das Ganze aber auch Deutsch gelesen und dachte sich, das ist Crash. Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Ich vergebe mal keine Wertung. Ich vergebe tatsächlich mal keine Wertung, weil es war halt echt unschön. Aber ich sag mal, das hatte halt mehr Inhalt als so manchen Murks, den wir sonst so hatten. Und dass ich so, dass ich aus solchen Gründen entsprechende Wertungen, also keine Wertungen vergebe, ist schon traurig.
Also langsam muss ich halt meine Ansprüche, glaube ich, ein bisschen senken, weil ansonsten am Ende viel zu viele Level ungerechtfertigt mit schlechten Wertungen davon kommen würden. Und ich will ja hier nicht ins grundlose negativ bewerten verfallen. Dafür steht's einfach nicht. Boxen wir uns erstmal horizontal durch. Schauen, was da passiert. Ich sag mal, rein konzeptionell hätte dieser erste Raum hier auf jeden Fall schon mal wieder eher eine negative Wertung verdient, weil da muss man sich halt fragen, was soll das? Wirklich nur ein Energietank? Ja, anscheinend schon. Ah ja. Ich frag mich halt, wofür der Geheimgang dann da oben ist. Super. Okay, die Stelle fühlt sich irgendwie komisch an. Ist aber machbar. Ist das andere ein anderer Aus... Ah ja, ein anderer Eingang zum Boss. Okay. Ja, wir werden uns das andere auch nochmal anschauen. Wieder ein Kandidat, der seinen Boss nicht besiegt kriegt. Naja, deswegen sind auch die Tellys hier. Ja, wenn man Stoneman ohne weitere Hilfe nicht besiegen kann, dann, ja. Sollte man vielleicht noch ein bisschen üben. Towerman. Na, wir werden den anderen Weg auch nochmal kurz inspizieren. Der Weg auf der rechten Seite war soweit in Ordnung. Allerdings, denke ich mal, wäre es... Aber das hier ist halt gerade konzeptionell ganz schöner Murks. Ja. Ja, das ist halt so. Das, was wir jetzt hier gerade hatten, das war halt zum Beispiel konzeptionell auf jeden Fall Murks. Da braucht man mir jetzt auch nicht damit kommen, den Weg muss man ja nicht nehmen. Wenn, dann sollen schon alle Wege anständig sein. Und das, wenn man jetzt mit dem vorherigen Level vergleicht. Das vorherige Level hatte, war zwar nicht hübsch, aber es hatte halt wenigstens nicht solche Passagen, wo man irgendwie komplett chaotisch mit Projektilen zugeballert wird, während man noch irgendwie versuchen soll, über diese Plattformen da oben zu kommen. Das hatte halt einfach keinerlei Konzept an der Stelle. Das andere hatte zwar auch kein gutes Konzept, es hatte ein langweiliges Konzept, aber lieber ein langweiliges als eines, das... Ja, einem so eine chaotische Passage hinstellt. Das muss einfach nicht sein. Waterfall Rush. Was haben wir denn hier? Erstmal wieder Ausschau nach
Aha, potenziellen anderen Gängen. Immer brav alles untersuchen. Das dürfte einer der harmlosesten Stachelfälle sein, die ich bisher gesehen habe. Aha. Gegner, gegen die ich herzlich wenig machen kann. Okay. Meinetwegen. Optionaler Energietank. Ja, muss. Wir haben halt wieder dieses Phänomen mit den Stacheln, die eigentlich an irgendeine Oberfläche gehören. Das haben wir halt jetzt auch schon häufiger gesehen, dass manche Level-Ersteller die dann irgendwo in der Luft platzieren. Und es gibt doch extra Stacheln ohne. Es gibt doch extra Stachelkugeln. Die eignen sich doch ideal dafür, um sie in der Luft zu platzieren. Warum nutzt man nicht die? Und warum kleben hier lauter solche Eier herum? Waffenenergie? Für? Da ist nichts weiter. Wow. Okay. Tja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der werte Herr bzw. die werte Dame verstanden hat, dass diese Plattformen einen nicht töten. Ich glaube nämlich, dass das tatsächlich nicht so vielen Leuten bekannt ist, dass man da keine Angst haben muss. Aber naja. Ups, das war mein Fehler. Warum diese Mega Man 3 Gegner unbedingt bei Bildschirmübergängen? Da kann man doch nicht reagieren. So, yay. Bildschirmübergang, bei dem man die freie Zone drüben sieht, das ist schon mal schlecht. Und ja, ich bin dafür, dass man solche Räumlichkeiten ausfüllt. Der Big Eye war schlecht platziert. Und hallo Toadman. Na? Ich verstehe Toadman offen gestanden oftmals nicht. Achso, einfach direkt am Anfang. Ich muss diesen Gegner immer wieder neu lernen. Ich weiß bei diesem Toadman, also speziell bei Mega Maker Toadman, nicht, wann dieses Fenster ist, wo ich ihn treffen muss. Das Level jetzt. Tja, wie gesagt, diese Mega Man 3 ging gut, wenn man sofort weg. Gut, ich denke mal, ich hätte nicht angreifen sollen, sondern tatsächlich weglaufen sollen, aber ganz ehrlich, nee. Nee, es ist mir zumindest keine positive Wertung wert. Okay, the 16th floor, please. Nee. The cold, cold mountain. Ich frage mich, warum manche Leute ausgerechnet Nightman und Catman mit Eis in Verbindung bringen. Cold Cold Mountain Electric Laboratory. Ah ja, wir spielen wieder. Wow, ich habe gerade tatsächlich wegen dieser Bergspitzen, die da sind, habe ich die. Ganz ehrlich, ich gehe gerade davon aus, dass das vom Ersteller so gedacht war, dass man diese Stacheln übersieht, weil die Bergspitzen hinten genauso knapp rausschauen. Wow, dass ich auf sowas reingefallen bin. Das ist peinlich. So. Naja, jetzt haben wir wieder solche Plattformen. Allerdings nicht in so einem großen Abstand zueinander, das geht noch. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass hier eine herkommen sollte, die ein bisschen längeren Pfad vor sich hat. Yep. Ja, Firestorm
Wirkt damit wie Mods die mächtige Attacke, aber Firestorm ist halt ziemlich langsam. Firestorm ist halt sehr langsam. Und sich beide Plattformen... Nee, wieder eine Plattform, auf die ich warten darf. Hm, da wollte ich eigentlich gerade die Folge nur noch so ein bisschen abschließen. Hätte ich nicht warten dürfen, oder wo liegt das Problem? Na komm schon, Plattform. Oh, ich habe die Wand nicht gesehen. Gegner wie vom Fließband, ja. Mega Man 3 Gegner haben halt in meinen Augen da jetzt nicht unbedingt was verloren. Sind vielleicht an der Stelle ein bisschen übertrieben. Weil man das hier gerade ziemlich unkreativ ist. Was ist jetzt das? Warum auch immer das jetzt nötig war, aber... Ja, gut. Das war meine eigene Schuld. Das war schlecht gekämpft. Das Level, ja. In Ordnung. Kann jetzt allerdings den positiven Bewertungen nicht unbedingt zustimmen. Es sind halt leider relativ viele Level dabei, die nicht schlecht sind in dem Sinne, die mir persönlich aber einfach inhaltlich nicht genügend Substanz bieten. Dass ich sagen kann, ja, das Level habe ich jetzt gerne gespielt. Das Level fand ich jetzt schön, das Level fand ich jetzt interessant. Aber naja, an der Stelle beende ich dann die Folge und man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Mega Maker. Ich bin Xi, bis dann, Leute, ciao.